Hallo ihr Lieben, da bin ich zurück. Und zwar, ja, ich habe heute wieder ein Unboxing dabei. Was heißt Unboxing? Aus dem Karton geholt habe ich das schon. Aber ich wollte es jetzt gerne mit euch mal anschauen. Und zwar, ich habe mir von We Are Memory Keepers die Happy Jig gekauft. Und zwar, das ist das gute Stück. Ich tue meine Kerze ein Stück zur Seite. Ja, was haben wir dabei? Also es ist die kleine, es gibt noch eine große Platte. Das würde ich jetzt sagen, ist so, ja, nicht ganz DIN A5, wie man sieht. Die hat die Maße von, steht hier gar nicht drauf. Doch da, nee. Toll, in Yards, okay. Mal gucken, wie es hinten ausschaut. Nein. Steht's auch nicht drauf. Also, auf jeden Fall ist es einmal diese Steckplatte, wo so, ja, so kleine, ja, Knöpfchen, sag ich mal, die man hier so verschieden raufsteckt, damit man halt verschiedene Motive stecken kann. Ja. Und damit man es gleich ausprobieren kann, sind hier auch immer noch Drähte dabei. Ich würde schätzen, je 1 Meter, also nicht wirklich viel. Und wir machen das jetzt einfach mal auf. Das ist nur die kleine Platte. Wie gesagt, es gibt auch noch eine große, aber ich wollte erst einmal nur die kleine haben, um zu gucken, ja, ob das überhaupt was für mich ist. Ich habe sie bei Amazon gekauft. Ich kriege dafür auch kein Geld oder so. Ich mache das einfach, weil es mich interessiert, diese Produktvorstellung jetzt. Und 100 Teile sollen dabei sein, ja. Das zähle ich jetzt mit Sicherheit nicht nach. Aber hier sind die Drähte. Ein 2 mm Aludraht. In hellblau ist dabei. In rosé. Und in, ja, hellgold, würde ich sagen. Einfach hier mal zur Seite. Dann haben wir hier eine Anleitung, was wir daraus machen können. Und hier ist das Prinzip dann auch erklärt in mehreren Sprachen. Genau. Und da sind dann schon Beispiele, wie das gemacht wird. Dabei, da. Hier einmal so eine Büroklammer, so eine, ja, Büroklammer Herz. Ein Pfeil, ein Unzeichen, eine Ananas. Und das kann man jeweils auch immer als Büroklammer machen, wenn man es nicht so verwenden möchte. Ein Blatt, ein Fotoapparat, eine Kaffeetasse, aber hier so ein, Stern, also ein Zauberstab oder so. Ein Tannenbaum. Und das finde ich mal sehr schön. Und dann steht hier immer E. 20, wo man die reinsteckt. Genau. Haben wir noch einen Schmetterling, einen Hund. Ein Flamingo. Also den hätte ich jetzt nicht unbedingt gleich erkannt, aber okay. Und dann noch Schriftzüge. Das finde ich auch schön. Der hier zum Beispiel, den finde ich sehr schön. Happy und Thanks. Ja. Und auch, es gibt, es steht es hier drauf. Hier unten steht es. Gibt es in der Anleitung und auf Instagram mehr als 100 Designs zur Verfügung. Und auf Instagram kann man noch @wearehappyjig dem folgen. Da habe ich auch schon mal reingeschaut, wie das da jetzt ist und also was man da so alles findet. Genau, dann haben wir hier, na super, die Platte mit dem Kästchen dran. Das ist jetzt nicht so der Bringer hier mit diesem Klebding, Klebeding.
geht gar nicht richtig ab. Na super. Jetzt habe ich da immer so einen Rest vom Klebezeugs drauf. Das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Da muss ich mit, seht ihr das? Da. Ein bisschen, und hier, wenn man das dann aufmacht, da sind dann die kleinen Haltepunkte, die mittleren Haltepunkte und auch große. Das sind immer die, die ja, meistens hier, um das Endstück drauf zu wickeln oder um große Rundungen hinzubekommen. Und die wird man dann einfach hier reinstecken. Ja, und dann. Oha, die gehen aber schwer wieder raus. Ach du Schreck. Oh nein, einen Moment. So, da hat er das Video unterbrochen, warum auch immer. Na gut, muss ich das wieder zusammenschneiden, ne? Aber diese Teile gehen echt sehr, sehr schwer da wieder raus. Deswegen, man kann sie richtig fest reindrücken oder nur so. Ja, so halb fest halt. So. Und dann haben wir dabei, das ist auch wichtig, so einen Seitenschneider wollte ich mir schon immer kaufen. Und zwar einen Seitenschneider, um den Draht zu kürzen. Und was ich gesehen habe, ist hier auch immer, steht auch immer dabei in diesem Heft, wie viele ja, Zentimeter man braucht. Und ja, was wollen wir denn mal machen? Wollen wir mal einen Tannenbaum versuchen? Einen goldenen Tannenbaum? Könnten wir ja mal versuchen. Das könnten wir ja mal versuchen. Wo ist der Tannenbaum jetzt? Toll. Da ist er. Ich hoffe mal, das geht. Es sollte eigentlich, ich stelle mal die Kerze nochmal beiseite, sollte eigentlich ganz einfach gehen. Und zwar muss man keinen großen Haltepunkt, man hat nur drei mittlere. Also einen mit Schlitz ist hier abgebildet, einer mit Schlitz und die scheinbar ohne. Gibt es die ohne überhaupt? Ja, gibt es. Und dann muss man gucken. Hier bei E20 kommt der erste rein. Zumachen hier. Und dann schaut man, hier hat man die Skala. E20. Hier. Und dann kommt der da rein. So. Jetzt habe ich es natürlich zugeklappt. Ist natürlich auch super. G17 ist der mit dem Schlitz. Hier. Hier. Der kommt auf G17. Dahin. Oh, das ist ja sehr dicht zusammen. Okay. Und dann noch den letzten auf K20. K, wo ist das K? Da. So. So sind dann die ersten schon mal drin. Und dann brauchen wir noch kleine eins. Kann man gar nicht erkennen. Ach je, je, je. Also auf geht's mit den kleinen hier. Einmal B20 ist hier oben.
Boah, geht das schwer rein. Okay. Dann I16. Da. Dann I24. Ist die gleiche Reihe, nur hier hinten. Ja, und hier ist dann auch eine Aufbewahrung, wo ihr den Seitenschneider gut aufbewahren könnt. Finde ich auch sehr gut. Dann haben wir noch J17. Also das dauert jetzt ein bisschen. Ich stecke das mal fertig und bin dann gleich wieder da. So, jetzt habe ich mir das fertig gesteckt. Und da ich das ohne diese Büroklammer machen möchte, gut, hätte ich den gar nicht reinmachen müssen, brauche ich 28 cm Draht. Das messe ich mir jetzt hier an meinem Lineal ab und ich glaube, ich mache ihn mal in Gold. Und habe hier 28 cm. Und dann mal schauen. Laut der Anleitung, einen Moment, ich mache das hier zu, lege das hier oben drauf. Muss ich das hier rein drücken? Okay, das geht auch schon mal wieder nicht. Das ist auch schon wieder etwas schwierig. Einen Moment, ich versuche das mal, bevor ihr mir jetzt bei den Versuchen zu. So, ich habe ihn jetzt hier reingedrückt mit der Hilfe von dem Rücken. Das ist ein bisschen tricky, das reinzudrücken. Und dann gucken wir mal. Also als erstes wird es um diesen hier rumgewickelt. Es wird dann schon wieder mit der... Dann darum. Also ich bin mal gespannt, wie das richtig gerade bleiben soll, wenn man das hier rumdrücken muss. Um diese kleinen Kurven... Naja, wir schauen mal. Zwischendurch den einfach immer wieder ein bisschen glatt ziehen. So. Darum, dann darum. Also es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. So. Dann da lang und da lang. So. Auch da wiederum. Ja, das sollte nicht passieren. Es ist also wichtig, dass die Teilchen richtig drin stecken. Ansonsten, ja, springen sie raus. Das ist hier gewesen. So. Okay, ich bin gleich wieder da. So, alles wieder vernünftig raufgesteckt und den Draht hier auch schon mal runtergelegt. Dann kommt er hier unten unter den Füßen lang. Also der quasi, ja, der Fuß des Weihnachtsbaums. Und dann hier wiederum. Man muss wirklich gut darauf achten, dass die alle gut reingedrückt sind, weil da, der war auch noch nicht richtig drin, weil dann passiert es nämlich, dass die so rausspringen. So, dann. Ich sag euch, das ist wirklich nicht ganz einfach, das hier lang zu hangeln. So. So. Darum.
So. Ah, okay. Und da wird dann quasi eine Schlaufe drum gebunden. Wobei ich mir da jetzt mal eine Zange zur Hilfe hole, weil das Endstück so kurz ist, dass ich das schwer zu fassen bekomme. Deshalb habe ich mir jetzt hier meine Backenzange geholt, um auch den Draht nicht zu, ja, schädigen. Ach nee, kann gar nicht funktionieren, weil ich da ja falsch rum bin. So rum. So. Und dann habe ich quasi die Schlaufe vom Weihnachtsbaum fertig und kann das dann versuchen, vorsichtig rauszuheben. Was auch nicht so einfach ist, wenn es da so stramm drum liegt. Also es bedarf ein bisschen Übung. Und guckt euch das mal an. Das geht andersrum. So rum. Einen Moment noch. So. Also, mein Fazit ist, es ist ein bisschen tricky. Man muss es definitiv hinterher ein bisschen, auf jeden Fall nachbiegen. Und ja, also, und man braucht auf jeden Fall, upsala, definitiv Übung dafür. Es ist wirklich nicht einfach, diesen Draht um dieses kleine Steckbild herumzufriemeln. Definitiv nicht. Also erst wollte ich mir die große auf jeden Fall noch kaufen. Bin ich aber noch nicht von überzeugt, weil ja, so einen Tannenbaum möchte ich eigentlich nicht haben. So, das kann man ja schon fast mit Aluminiumdraht alleine machen. Genau. Also, wie gesagt, das war meine Vorstellung von der We Are Memory Keepers Happy Jig. Und ich bin trotzdem begeistert. Ich finde es gut, dass ich es mir gekauft habe. Und ich werde damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen üben. Und ich denke, mit Übung wird es dann auch was werden. Und man kann sich so kleine Tannenbäumchen dann sicherlich auch sehen lassen. Vor allen Dingen, wenn man hier noch einen 1 mm Draht dann rum macht, so als Schmuck. Ich glaube, das sieht ziemlich schön aus. Und ja. Mal schauen. Gucken wir mal weiter. Also, ich hoffe, euch hat das Video was gebracht, ob ihr die nun kauft oder nicht. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Die Zange lasse ich mir gleich hier, damit ich die auch wieder rauskriege. Und ich glaube, ich fange mit leichteren Motiven wie Herzen an. Dann glaube ich, kann da nicht so viel schief gehen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Als nächstes werde ich definitiv entweder ein Action Haul hochladen. Ich glaube sogar ein Action Haul. Ich war heute beim Action. Ganz, ganz viel eingekauft. Schöne neue Weihnachtssachen sind dabei. Und sagt mal, ist es bei euch auch so kalt geworden? Hier sind es so kalt. Ich habe heute das erste Mal meine Heizung angemacht im Wohnzimmer. Das ist unglaublich. Wir haben im Wohnzimmer noch 19 Grad. Und ja, jetzt wird es langsam frisch. Ja, als nächstes wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein Action-Haul, weil den werde ich heute auch noch abfilmen müssen. Sonst kann ich es nicht auspacken. Und danach auf jeden Fall ein Craft-Update. Und da zum Beispiel habe ich nämlich so einen Tannenbaum gemacht. Und das meine ich, wenn man hier diesen Draht, der hier rumgewickelt ist, dann auch noch hier rumschlingelt. Ich glaube, dann könnte das als Tannenbaumanhänger ganz niedlich aussehen, weil der ist ja jetzt nicht unbedingt zum Hinhängen, sondern zum Hinstellen. Genau, dann zeige ich, was ich Neues aus Aludraht gemacht habe. Und
Ja. Verabschiede mich von daher für heute erst einmal und bis bald.